Gott. Ich weiß, ich habe vor kurzem erst behauptet, dass ich wieder mehr Videos mache. Für nice try, würde ich sagen. Okay. Warte, liegen auch meine Haare sehr gut. Tja. Sehr, sehr gut. Ich bin dezent verwirrt. Fangen wir gar nicht mal davon an, weil ich habe vorher die ganze Zeit... Was ist das? Wo kommt die da her? Naja, so wurscht. ich bin ein bisschen drüber irgendwie heute. Fragt mich nicht, warum. Das Licht ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ich hoffe, es geht aber. Ja, fangen wir mal an. Ich will euch unbedingt meinen Müll zeigen von November, damit ich das endlich wegschmeißen kann. Ich kann das nicht mehr sehen. Und will endlich neue sammeln, weil mir so aufgefallen, ich habe noch nicht viel aufgebraucht und wir haben aber schon den 21. Upsi. Fangen wir an. Ich habe einmal ganz, ganz aufregend Wattepads aufgebraucht. Kennt ihr ja eh auswendig, die kaufe ich nur vom Müller, weil ich halt immer leichter an die drankomme. Dann, das kennt ihr eigentlich auch auswendig, habe ich, muss nur das dann abgrünen, die Reinigungstücher von, warte jetzt mal, Action. Reiß dich doch zusammen, ey. Die Reinigungstücher von Action habe ich auch wieder leer. Die muss ich mir unbedingt wieder nachkaufen, weil beim zweiten Lockdown konnte ich sie mir nicht kaufen, weil die ganzen Regale ausgeräumt haben. Jetzt bin ich gespannt, ob ich sie dann heute erwische. Wird wahrscheinlich nicht so... Wie nennt man das? Ich finde nicht mal mehr die Worte, ich bin echt bescheuert. Wird nicht so eine hohe Chance geben, dass ich die kriege, das wollte ich sagen. Ja. Auch die Ananas habe ich wieder aufgebraucht, weil die gibt es jetzt leider reduziert. Da habe ich mich voll geärgert. Jetzt kosten es nur noch 60 Cent und gehen wieder aus dem Sortiment raus, leider. Aber, ja, ich finde die gut. Besser, ein bisschen besser als die Avocado, würde ich jetzt sagen. Aber, ja, jeder hat da so seine eigene Meinung. Dann habe ich eine Seife leer gemacht. Das ist diese Limited Edition von Aveo. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob sie noch gibt. Ich habe immer zwischendurch eine andere jetzt gehabt. Und ich fand aber das Design so schön von der. Weil das so, das ist schon so vintage aus. Guck mal. Ist echt schön gewesen. Aber ich kann mich nicht an den Duft erinnern, sage ich euch ganz ehrlich. Tja, wenn Alzheimer nicht wäre. Naja, war jetzt nicht so berauschend. Dass die Verpackung schöner als der Inhalt. Aber okay. Ein paar Badezusätze und Masken und so habe ich auch wieder aufgebraucht. Schauen wir mal, das hat sich auch was dazwischengeschlichen. Eine Reinigung vom Biotherm. Die fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Die war mal im Adventkalender bei mir drinnen, letztes Jahr. Ich fand die irgendwie nicht so gut, weil die war so ein bisschen reichhaltiger und... Ich weiß nicht. Und das war extrem schwer aus der Tube rauszubekommen und ich mochte irgendwie das Hautgefühl danach nicht. Also, ich hatte die nämlich mal in Originalgröße, das weiß ich, und da fand ich sie gut. Und jetzt hatte ich sie in klein und fand sie nicht gut. Also, ich weiß nicht. Also, wenn ich mir eine Reinigung von Biotherm kaufen würde, wäre es eher der Schaum. Den würde ich mir eher kaufen als solche Reinigungen von Biotherm, wenn es jetzt Sinn ergibt. Aber ich mochte das Hautgefühl danach leider überhaupt nicht und war froh, dass ich das leer gemacht habe. Wirklich froh darüber. Weil das war überhaupt nicht meins. Ein paar Badezusätze habe ich auch leer gemacht. Einmal den Saubär von DM, weil ich in letzter Zeit ja überhaupt nicht schlafen kann. Mir hat das irgendwie auch nicht geholfen, aber der Wille zählt. Würde ich mir aber trotzdem wieder nachkaufen, weil ich den... Ich mag eigentlich keinen Lavendel, aber bei dem Badezusatz mag ich es komischerweise. Dann habe ich ein Knisterbad leer gemacht. Kaminknistern heißt das. Das fand ich extrem cool. Das habe ich auch meinem Papa und so mitgebracht und meinem Bruder. Das fand ich extrem cool. Leider gibt es das nicht mehr, weil die habe ich mir ja reduziert gekauft. So, das waren die Augenpads von Annemarie Berlin. Ich finde die gut. Ich würde sie mir halt, ich bin ein bisschen zu geizig, mir ehrlich gesagt, die nachzukaufen, weil ich habe eh so viele, aber ich finde die nicht schlecht. Und hin und wieder kriegen wir es von der Firma geschenkt und da freue ich mich immer drüber, weil ich ein bisschen zu geizig bin, mir die selber zu kaufen. Eh doof, aber ja. Aber ich finde sie gut. Ich würde die mir auch nachkaufen, wenn ich nicht so viel Zeug hätte, weil ich habe wirklich genug Kram. Wirklich genug Kram, damit ich es rauskriege. Dann habe ich ein Waschmittel von Fever aufgebraucht. Das war eine Probe, die man mal von der Arbeit kriegt, das ist schon lang her. Ja, kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen. Ich benutze nämlich immer andere Sachen, aber ja, war okay. So, als Probe fand ich es mal interessant. Als nächstes habe ich eine Duftprobe leer gemacht. Das waren ja solche Tücher von Yves Rocher. Ich fand die als Kind immer so toll und habe die immer von meiner Mama gestohlen. Aber jetzt so als Erwachsene finde ich die nicht mehr so cool. Als Kind habe ich das geliebt. Als Kind habe ich das extrem geliebt. Aber jetzt irgendwie finde ich die nicht so berauschend. Die halten auch nicht so lange, wie wenn du dich direkt mit was einsprühst. Aber ich werde die halt aufbrauchen. Ich habe noch ganz viele von meiner Yves Rocher-Zeit da, weil ich ja dort eine Zeit lang gearbeitet habe.
Und den Duft, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Das war ein So Elixier-Duft. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Das war, glaube ich, diese goldene Flasche. Und ich glaube, den haben die auflassen. Aber wie gesagt, ich wollte einfach nur die Probe leer machen. Trauern durch den jetzt nicht hinterher. Ich habe auch zweimal die Nose-Straps aufgebraucht, was ich in letzter Zeit echt öfter machen sollte, weil meine Haut spinnt total. Ich habe so viele Pickel in letzter Zeit wieder, ich weiß nicht, was los ist. Und generell auch mehr Masken und so sollte ich wieder machen. Ich bin extrem schleißig den Monat, also ja, erinnert mich daran, dass ich da ein bisschen wieder was tun sollte. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht von Terra Naturi, die Peeling-Maske. Die war gar nicht schlecht, glaube ich. Ich bilde mir auch ein, ich habe die nochmal. Ich finde die Verpackung auch wunderschön. Und ich bilde mir ein, die war nicht schlecht. Ich mag nämlich nicht alle Masken von der Marke, leider. Welche ich noch gut fand, war die Asam. Die war auch sehr, sehr gut. Die schaut so aus. Ich muss nur die Uhr im Blick behalten. Die fand ich echt gut. Also, die war wirklich nicht schlecht. Die kann man nämlich auf Hals, Dekolleté auch auftragen. Ich habe sie ja, ich glaube, ich habe es auch nur für Hals und Dekolleté verwendet. Aber die war wirklich nicht schlecht. Und ich glaube, ich habe noch irgendwo diese Asam-Masken. Die haben das jetzt auch umgeändert, dass sie zwei Anwendungen haben und nicht mehr so in der Größe. Weil da oben kann man dann lesen, dass das für ein bis zwei Anwendungen reicht und jetzt haben sie es aber wieder geteilt, was ich persönlich besser finde. Zwei Zahncremen habe ich aufgebraucht und ich muss sagen, die da war gar nicht so schlecht. Ich die Melone trotzdem lieber, aber die war auch nicht schlecht. Und es gibt ja noch eine dritte und die würde ich auch gerne probieren, aber ich lasse mir jetzt mal Zeit, bis ich da meine Backups mal leer habe. Aber die fand ich auch nicht schlecht. Dann habe ich die Shine On wieder leer, die kennt sie ja eh schon von mir auswendig und ich bin froh, dass sie beim Action gibt und beim Beep habe ich vor kurzem ja auch welche reduziert erwischt. Die habe ich euch, glaube ich, eh in dem letzten Haul-Video gezeigt, wo jetzt vor kurzem wieder ein Haul-Video kommen wird. Ich bin ganz böse. Aber was soll's? Was war das? Ich hoffe, das war ein Vogel. Ja, jetzt wird es wenigstens ein bisschen heller da. Mein Gott, die finde ich aber extrem gut. Ich mag auch die Ingwer-Minze am liebsten. Die Ananas ist auch gut, aber die Ingwer-Minze mag ich irgendwie am liebsten. Und die Cassis habe ich noch nie probiert. Und die Kokos damals fand ich auch gut, aber die gibt es ja gar nicht mehr, leider. Was ich nicht nachvollziehen kann. Ja, dann habe ich das Duschpeeling aufgebracht von Balea. Das sieht so aus. Das fand ich gar nicht gut. Also in Kombination mit meiner Haut war das sowas von widerlich. In der Verpackung habe ich es geliebt, aber in Kombi mit meiner Haut ging das gar nicht. Nee. Also ich bin froh, dass ich mir da keine Backups gekauft habe, muss ich euch ganz, ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich froh, dass ich mir da keine Backups gebunkert habe, weil in mein Kasten passt eh nichts mehr rein und deswegen bin ich echt froh darüber. Ein Rasiergel habe ich auch wieder aufgebraucht. Ich weiß, das passt jetzt nicht zu der Jahreszeit, das war noch das Sommerrasiergel. Jetzt gehen so langsam meine ganzen Sommersachen aus, die, was ich noch in Verwendung hatte, Gott sei Dank. Ja, es war nicht schlecht, aber ich freue mich schon, welche Sorte die nächstes Jahr rausbringen. Es war nicht schlecht. Ich hätte es mir auch nochmal genommen, wenn ich es nochmal gesehen hätte, aber ich habe jetzt ein anderes erwischt und mit dem bin ich auch zufrieden. Mein Micellenwasser von Garnier habe ich auch wieder aufgebraucht. Ich habe das ja zum Abschminken verwendet. Ich muss sagen, nach der zweiten Flasche hat mir das schon in den Augen brannt. Deswegen habe ich es mir jetzt nicht mehr nachgekauft, sondern habe mir wieder meinen Hofer-Augen-Make-up-Entferner nachgekauft. Und ganz viele von Clarins und einen von Lancôme, was ihr im letzten Video gesehen habt. Also ja, ich werde mir das nicht mehr nachkaufen. Ich habe es zwar empfohlen auch, aber nur weil ich dachte, ich vertrage es. Aber nach öfteren Verwenden und nach längerer Anwendung, erst, die Raben fliegen da wunderbar beim Fenster vorbei. Bei längerer Anwendung habe ich gemerkt, das hat bei mir in den Augen brannt. Das war echt unangenehm. Und deswegen bin ich wieder zu dem Hofer zurück, weil mich auch viele immer gefragt haben, warum ich den nicht mehr verwende. Jetzt verwende ich ihn aktuell gerade wieder. Und habe auch noch drei andere und bin gespannt, wie die anderen zwei dann sind. Ja, zwei. Mit dem Hofer sind es drei. Aber ich bin echt gespannt, wie der von Clarins und der von Lancôme ist. Weil den von Lancôme hatte ich immer in kleinem, war eigentlich mit dem zufrieden. Den von Clarins hatte ich, glaube ich, auch einmal in klein nur, oder? Ich glaube. Den habe ich einmal meiner Kollegin gegeben als Probe. Und da hat sie sich dann auch nachgekauft. Und deswegen wollte ich ihn dann auch unbedingt wieder haben, weil der pflegt doch die Wimpern und so. Und bei dem ist das einfach nur so ein Ölfilm beim Auge, das kann ich nicht leiden. Und es hat bei mir wirklich, wie gesagt, extrem gebrannt. Nach ein paar Mal verwenden dann. Also bei der zweiten Flasche, so bei der Mitte, habe ich so gemerkt, okay, das ist doch nichts für mich. Leider, weil ich fand es eigentlich am Anfang nicht schlecht. Als nächstes habe ich diese Aveo Duschlotion da aufgebaut. Die kennt sie ja hin und auswendig. Die kaufe ich mir immer hin und wieder. Obwohl die so ein bisschen nach Männerduft riecht, mag ich die voll. Ich habe jetzt aktuell einen Duschschaum im Badezimmer stehen. Den muss ich unbedingt meinem Bruder oder meinem Papa schenken.
Weil der hat so nach Männerparfum gerochen, den konnte ich überhaupt nicht verwenden. Aber damit komme ich irgendwie klar. Der Duschschaum von Duschdust, der geht gar nicht. Der riecht wie ein Männerparfum. Ich glaube, ich finde sogar, der riecht irgendwie wie Hugo Boss oder so. Aber das, mit dem komme ich komplett, da bin ich zufrieden. Also mit dem habe ich keine Probleme, wenn er so ein bisschen männlicher riecht. Aber das andere, oder es kommt halt viel mehr bei mir Ärger raus. Versteht ihr, was ich meine? Wenn man, wie soll ich das erklären? Mit meiner Haut, versteht ihr, was ich meine? Jeder Duft entwickelt sich anders und das dieser Duschschaum da, der passt überhaupt nicht zu meiner Haut. Überhaupt nicht. Ja, ich habe noch eine Seife aufgebraucht. Puh, langsam erkenne ich da ein Schema, wirklich wahr. Das war die von Dermacol, die habe ich ja so geliebt. Die war so gut und die ist leer und ich komme dort nicht mehr hin. Aber die ist echt gut. Ich mag die. Wenn wir irgendwann mal wieder nach Tschechien kommen, dann werde ich mir die wieder nachkaufen, aber... Ach, die war so gut. Das ist so ärgerlich. Von Biotherm habe ich die zweite Reinigung auch aufgebraucht. Das ist die andere Variante. Die eine, die blaue, war für normal bis trockene, glaube ich. Und die ist für, na Blödsinn, die war für normale Haut und die ist für trockene Haut gewesen, die Reinigung. Man erkennt es gar nicht. Jetzt. Beide mochte ich nicht. Also mit dieser, die sind mir von der Konsistenz ein bisschen zu fest. Und ich mochte das Hautgefühl bei beiden einfach nicht. Das war zwar reichhaltig und ich hatte die trockene Haut dann am Abend nicht mehr, aber trotzdem hat mir das irgendwie nicht gefallen. Weil ich benutze eh so viel Pflege, da war das dann ein bisschen zu viel, wenn ich das in Kombi mit dem verwendet habe. Also würde ich mir das ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Ein Duschgel von Isana habe ich auch aufgebraucht. Ihr wisst ja, Isana und ich. Das war so ein gutes Duschgel, das passt aber natürlich viel, viel besser in dem Sommer, logischerweise. Ich wollte es halt benutzen, weil ich ja eh ein paar Backups davon habe und deswegen, ja, wollte ich es verwenden. Aber es war echt gut und ich freue mich dann schon auf den Sommer, wenn ich das wieder verwenden kann. Aber jetzt brauche ich unbedingt Winterdüfte. Ich habe auch urviele jetzt im Badezimmer stehen und ich liebe jedes einzelne. Aber, ja, wir werden ja sehen, oder? Wie weit das dann... Was ist mit dieser Strähne da los? So, eine Tuchmaske habe ich auch aufgebraucht und zwar die... Chocolate Dream, die was Limited Edition ist von Balea. Ich habe mich so in die Maske verliebt. Ich muss die, jetzt, wo ich die sehe, muss ich die unbedingt mal wieder machen. Typisch ich. Die ist aber so gut gewesen. Ich habe Gott sei Dank extrem viele nachgekauft. Ich verstecke mich eh schon. Aber die ist so gut. Ich finde das Design so schön. Das schreit nach mir. Das schreit einfach nach mir. Da kann man nicht anders. Dann habe ich noch von Balea eine Gelmaske aufgebraucht. Die fand ich nicht gut. Das war von ihnen so eine Limited Edition. Shining Star hat die geheißen. Ich habe mir Gott sei Dank nur eine mitgenommen. Die Verpackung ist cool, aber die Maske war schrecklich. Also das war überhaupt nicht mein Fall. Wirklich nicht mein Fall. Dann habe ich eine schwarze Maske aufgebraucht und bei der musste ich jedes Mal an meine Mama denken, wenn ich sie verwendet habe. Die wäre im Dreieck gesprungen, wenn sie gesehen hätte, dass die schwarz ist. Ich hoffe, man kann es noch so ein bisschen erkennen. Die war wirklich schwarz. Sie hasst schwarz, schwarze Sachen gehasst wie die Pest. Und deswegen musste ich bei der Maske jedes Mal, wenn ich sie verwende, an meine Mama denken. Sie war aber nicht schlecht. Sie war wirklich nicht schlecht. Das war von Declaré eine Maske. Da habe ich mir damals den Tester aussuchen dürfen. Weil die wurden ja leider aufgelassen. Ich wollte auch die rosene und die... Was habe ich jetzt gemacht? Die rosene und die grüne wollte ich auch probieren und die blaue. Aber ja, egal. Sie war okay. Aber man kann sie jetzt eh nicht mehr nachkaufen. Sie war... Ich hatte in der Zeit, wo ich sie verwendet habe, keine Pickel mehr. Fällt mir gerade auf. Aber jetzt, wo ich sie nicht mehr verwende, kriege ich wieder... ganz schöne Oschis in der Fräse, was nicht sehr schön ist. Wirklich nicht sehr schön. Ja, meine Reinigungsmilch habe ich auch endlich wieder aufgebraucht. Das hat ja auch ewig und 3 Tage gebraucht, glaube ich. Aber ich benutze ja nur noch die. Ich habe Gott sei Dank genug Backups, weil durch den Lockdown kommt man ja nirgends mehr hin. Aber die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut. Ich liebe die. Also ich kann nicht mehr ohne die. Ich kaufe nur noch die nach. Wortkonzept. Ich kaufe nur noch die nach. Ich habe ein bisschen viel Kleingram aufgebraucht und so Probegrößen und so. Zum Beispiel das da, den hatte ich ja damals in Budapest mit. Das war so ein Lichtschutz-Spray. Was du, den kannst du nämlich auch... Ich kann heute nicht reden. Den kannst du nämlich auch so rumhalten und dann kannst du trotzdem sprühen, weil die so gemacht sind, dass eben du dir selber den Rücken einsprühen kannst. Ich habe den echt geliebt, weil der war echt nicht schlecht. Aber ich bin froh, dass er leer ist. Ich habe ihn jetzt dann noch am Schluss als Lichtschutzfaktor tagsüber verwendet, habe ihn mir im Badezimmer ins Gesicht gesprüht und dann ging er leer und ich war darüber auch froh, weil ich wollte ihn jetzt nicht noch ein Jahr aufheben. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Aber ich fand ihn nicht schlecht. Und hätte ich nicht so viel Sonnencreme, würde ich mir den auch nachkaufen. Aber dabei habe ich eh einen Make-up-Primer oder so einen Lichtschutzfaktor und das reicht vollkommen. Ich
bin ein bisschen überfordert. Ich habe ein paar Make-up-Produkte auch noch aufgebraucht. Ich habe einmal meine Mascara aufgebraucht von Essence. Die finde ich echt gut. Die hat mir damals die Vivi empfohlen. Und ich habe mir die auch zweimal nachgekauft, weil da die Ariel drauf war. Wir sagen dazu jetzt mal nichts. Wir sagen dazu am besten gar nichts. Aber ich fand die gar nicht schlecht. Und wenn ich dann die ganzen Proben und Geschenke aufgebraucht habe, was ich da von der Arbeit noch habe, dann werde ich meine zwei Essence dann verwenden. Weil die fand ich echt gut und die würde ich mir auch immer nachkaufen, weil die ist gar nicht so teuer. Einen Concealer habe ich auch leer gemacht und den traue ich ein bisschen hinterher, weil den mag ich wirklich gerne. Ich muss mir auch dann aufschreiben, welche Nummer das war, weil ich werde das sicher vergessen, weil den werde ich mir, wenn ich irgendwann mal weniger habe, wieder nachkaufen. Und wenn bis dahin nicht Sleek aufgelassen wird, man weiß es ja nicht. Also bei meinem Glück ist ja klar, dass das dann passiert. Aber der war echt gut. Den fand ich wirklich, wirklich gut, weil der auch hell genug war. Dann habe ich mein Augenbrauengel aufgebraucht. Das kennt ihr ja eh, das habt ihr im Haul-Video 100-mal gesehen und den auch in vielen Aufgebraucht-Videos 100-mal gesehen. Und ich habe es mir gebunkert, weil die das ja aus dem Sortiment genommen haben, die Idioten. Ja, jetzt aktuell verwende ich noch ein anderes, weil ich das leer machen will, bin aber nicht so zufrieden damit und bin froh, wenn ich dann wieder so eins verwenden kann. Bin ich wirklich froh. Dann habe ich eine Duftprobe leer gemacht von dem Dolce & Gabbana The One. Aber das war das Eau de Toilette. Das schaut so aus. Wartet. So. Ich fand ihn gut, aber er hat mich jetzt nicht umgehaut. Das war jetzt nicht so einer, wo ich mir denke, okay, den muss ich jetzt unbedingt wieder haben. So einer war es nicht. Da waren es eher die beiden. Weil den habe ich mir ja nachgekauft. Das habt ihr ja im Haul-Video gesehen. Und den Marc Jacobs, den habe ich ja noch zu Hause, aber gesehen, dass der jetzt leider aus dem Sortiment geht, weil ich finde den eigentlich gut und ich verstehe nicht, warum sie ihn rausnehmen. Der sieht so aus. Das ist so eine Tasche. Ich finde den so geil, ich verstehe nicht, warum die den aus dem Sortiment nehmen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe nämlich ganz viele Proben noch davon und habe auch das Original daheim. Und ich finde das echt schade, dass sie den auflassen. Ah, die Probe ist rausgeflogen vom Twee. Den habe ich mir nämlich nachgekauft, weil in den habe ich mich extrem verliebt, seit ich den verwendet habe. Den hat mir die Vivi geschenkt, die Probe. Und ich bin verliebt in den Duft. So sieht er aus. Und ich habe mir extra beim TK Maxx ein Set gekauft. Und bin extrem happy darüber. Noch immer. So, dann haben wir noch ein paar Proben. Ich habe eine Augenpflege aufgebraucht. Die habe ich jetzt aktuell auch in einer kleinen Tube in Verwendung, weil die in meinem Adventkalender drin war letztes Jahr. Ich finde die gut, aber leider gibt sie nicht mehr, deswegen sage ich nicht mehr viel dazu, weil die haben sie leider auflassen. Dann habe ich die Oral-B Zahncreme aufgebaut, was ich einmal zu Weihnachten oder zu Ostern oder so gekriegt habe von der Arbeit. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber die fand ich auch gut. Würde ich mir sogar nachkaufen, wenn ich nicht so viel Zeug hätte. Wem wundert's? Dann eine kleine Probe habe ich aufgebaut von einer Ampulle, die habe ich von der Vivi geschenkt bekommen. Die finde ich auch nicht schlecht. Die benutze ich so hin und wieder zwischendurch. Ich habe, glaube ich, sogar ein, zwei noch oder so. Aber die finde ich auch nicht schlecht. Dann habe ich noch einen Lidschatten leer gemacht. Einen weißen von Essence. Ja, oder auch nicht. So sieht er aus. Also man sieht eh nichts mehr, weil er leer ist. Aber das war ein weißer Lidschatten, den ich einfach zum Verblenden genommen habe. Upsi. Der Rest ist dann rausgefallen, deswegen habe ich ihn dann auf die Seite geschmissen, weil ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf den. Dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten und so viele Haare liegen da von mir. Ich habe so Haarausfall in der Zeit, das ist echt abnormal. Ich habe dann noch eine Probe aufgebraucht von einer Gesichtspflege, die fand ich aber irgendwie nicht gut. Diese Origins oder so, wie die heißen, mag ich ehrlich gesagt nicht. Viele reden ja davon und viele lieben das, aber meins war es nicht. Es war zwar angenehm als Tagespflege, aber ich mochte den Duft nicht. Und ich weiß nicht, nachkaufen würde ich es mir auf gar keinen Fall, weil das hat mich nicht umgehaut. Ich mochte das Hautgefühl zwar, aber der Duft hat mich extrem gestört und es hat auch leicht mattiert. Das fand ich auch gut, weil es eben als Make-up-Unterlage extrem cool war, weil das mattiert hat. Aber das hat mich trotzdem nicht so umgehaut, weil für die, was das kostet, da... Nein. Und ich habe eh so viel Zeug. Brauche ich ja nicht 100-mal erwähnen, oder? Dann noch eine Make-up-Probe von diesen BB-Creams da, was ich da habe, wo ich noch immer so viele Proben davon habe, wo ich extrem viele leer machen muss. Irgendwie komme ich nicht auf einen Nenner. Ich habe dann noch eine Duftprobe aufgebracht von dem Burberry-Duft. Ich mag ihn schon. Ich mag ihn wirklich, wirklich gern. Mein Problem ist nur, ich kann keine Düfte verwenden, die mich an andere Leute erinnern. Unsere Filialleitung liebt den auch und deswegen finde ich eher, dass das ihr Duft ist und nicht meiner. Und deswegen kann ich ihn nicht so verwenden. Ich habe ihn noch daheim. Auch den Body Spray habe ich, glaube ich, daheim. Den werde ich auch demnächst vielleicht mal aufbrauchen, aber der passt irgendwie nicht zu mir. Ich finde, der passt besser zu ihr als zu mir. Deswegen,
Das ist aber bei Burberry immer so. Es gibt ja auch einen anderen, den fand ich auch gut am Anfang und den hat dann auch wer anderer gesprüht und dann kann ich den nicht mehr verwenden. Weil das eben dann mich an die Person erinnert. Versteht ihr, was ich meine? Das habe ich bei ganz, ganz vielen. Bei Michael Kors ist auch so. Das kann ich nicht sprühen, weil mich das an was erinnert, an eine andere Person. Ich mag das nicht. Oder die Skandaldüfte von Jean Paul Gaultier oder so. Ich kann das nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich suche immer mir die aus, die mir selber an mir gefallen. Und wenn das dann jeder sprüht, das ist... Nein. Das erinnert mich dann immer an die Person. Und das ist ja auch nichts Negatives. Ich mochte den Duft ja immer schon. Aber mich erinnert er einfach an eine andere Person dann. Und wenn das identifiziere ich dann nicht mit mir. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, das ergibt jetzt gerade Sinn. Aber schlecht finde ich ihn nicht. Ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Aber ich werde ihn dann aufbrauchen und mir wahrscheinlich nicht mehr nachkaufen. Weil er eben... mich an eine andere Person reden. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich bin heute echt verwirrt. Ich habe echt Probleme, heute die Worte zu finden. Ich habe das Öl aufgebraucht von Biotherm. Ich muss 100 Mal anfangen. Das Video zum Schneiden wird ein Horror werden. Ja. Das konkurriert so ein bisschen mit dem von Lancôme. Das ist so ähnlich wie das, nur das von Lancôme zieht sich so ein bisschen wie Honig. Und genau das mag ich aber so an dem. Und ich mag auch die Düfte von beiden. Dune... beide eigentlich dasselbe. Also ich habe die beiden immer verwendet, wenn ich so mein Gesicht gereinigt habe und ich habe gesehen, ich habe da noch Mascara, habe ich das so mit dem ein bisschen noch wegwaschen und das liebe ich. Aber ich kann mich nicht entscheiden, welches ich lieber mag. Ich glaube, ich würde das abwechselnd nachkaufen. Jetzt aktuell habe ich ja, ich habe das leider noch nie in groß gehabt. Immer nur in kleiner Format. In Kleinformat. Gott, bitte streng dein Hirn an. Und das Lancôme hatte ich schon 2 Mal. Also das habe ich einmal mir gekauft in Tschechien, glaube ich. Ja, da war es ja günstiger, da habe ich es mir damals gekauft. Und diesmal habe ich es geschenkt bekommen und darüber habe ich mich extrem gefreut, weil ich wollte es unbedingt wieder haben. Und ich war auch gut traurig, wie meins leer worden ist. Und ja, deswegen, die zwei konkurrieren so ein bisschen miteinander. Ich glaube, das habt ihr auch im letzten Aufgebraucht-Video gesehen, das Öl, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das habe ich euch im letzten Aufgebraucht gezeigt oder in irgendeinem von den letzten. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber... ah, ich sehe es gerade da unten. Im August habe ich es euch gezeigt. Genau, ich habe es gerade auf dem Computer gesehen. Dann habe ich 2 Produkte von Clinique aufgebraucht und ich muss sagen, ich bin nicht so richtig der Clinique-Fan. Die Augencreme, die ihr gesehen habt, war ja auch von Clinique und die mag ich auch. Aber die gibt es ja nicht mehr. Und die beiden hier fand ich nicht gut. Da ist einmal das Konzentrat gewesen, dieses Serum-Konzentrat, das ist das da. Da waren so kleine Kügelchen drin und das war das Augenserum, was man überhaupt nicht erkennen kann, weil das so, oh, verkehrt war. Und weil es so klein geschrieben ist. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Die passt noch zu meinen Nägeln, sehr interessant. Ich bin so durch. Ja, also ich habe das Serum fürs Gesicht überhaupt nicht leiden können, weil das so klebrig auf der Haut war. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es hat zwar schön Feuchtigkeit gespendet und ich habe auch immer eine Pflege. Ich meine, das ist ein Konzentrat, da musst du sowieso eine Pflege drüber tun, weil sonst fängt es ja eben so an zum Kleben. Aber trotzdem nach dem, wo ich dann noch was drüber gegeben habe, hat es trotzdem so klebt. Und das mag ich einfach nicht. Und ich bin so froh, dass ich mir das damals nicht in groß gekauft habe. Weil ich habe es einmal in klein gehabt, in derselben Größe wie da. Habe es dann auch verbraucht, wollte es mir nachkaufen, habe es aber dann lassen. Gott sei Dank, weil ich so viel habe. Dann hatte ich es im Clinique Adventskalender und war jetzt nicht so begeistert, ehrlich gesagt, davon. Tja, weil ich auch schon so viele andere Sachen habe, die ich lieber mag. Vielleicht liegt es einfach daran. Das denke ich mir eher. Es war nicht schlecht, aber es war für meine Haut war es einfach nichts. Ich glaube, das ist eher für die jüngeren Puppeln. Zumindest für eine alte Frau wie mich. Ich mache nur einen Scherz. Mit dem hatte ich dasselbe Problem. Ich habe das fürs Auge verwendet. Ich habe manchmal mein Augenlid gar nicht mehr aufbekommen, weil das so geklebt hat. Und das Problem ist, dieses Produkt hatte so lachsfarbene und grüne Kügelchen drinnen. Und jedes Mal, wenn ich das verwenden wollte und die Kugel ist in der Tube stecken geblieben, habe ich einmal drauf gedrückt und das ganze Produkt ist rausgeflogen. Also ganz eine Menge, die ich halt auf mein Auge gerne gehabt hätte und nicht im Waschbecken, ist dann rausgekommen und das fand ich auch nicht so cool. Und ich weiß nicht, es kommt ja in Originalgröße in einem Bumspender und ich weiß nicht, ob es da auch dann der Fall ist. Das kann ich euch nicht sagen, weil ich hatte es noch nicht in Original, sondern nur einmal jetzt in klein. Und ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Ich habe nämlich damals auch Proben austeilt von denen. Und ich bilde mir ein, es hat sich auch nicht so gut verkauft. Eben, glaube ich, weil die Kügelchen so stören. Also mich haben die Kügelchen schon gestört. Es war zwar ein angenehmes Gefühl, aber das Kleben hat mich gestört. Diese Kügelchen drin, die haben diese Tube die ganze Zeit verstopft, was mich extrem genervt hat. Und ich weiß nicht. Ich finde es nicht so besonders. Das war dieses Augen... ich hoffe, man kann es lesen, aber ich glaube,
man kann das nicht mal lesen, oder? Das war dieses Konzentrat für die Augen auch. Also, das ist nicht mein Fall. Das ist wirklich nicht mein Fall, kann ich euch sagen. Nein. Das brauche ich eindeutig nicht in meinem Leben. Langsam bin ich genervt von mir selbst. Ich habe noch zwei Parfums leer gemacht. Ich muss 100 Mal anfangen. Ich habe einmal den Yves Rocher Kokos leer gemacht. Der riecht so gut. Boah, ich liebe das. Den liebe ich extrem. Der ist echt gut. Aber ich habe den jetzt eh noch in Originalgröße und deswegen, die Verpackung schaut auch ganz anders aus. Das war der alte Duft von meiner Mama. Den habe ich mitgenommen, weil der war noch gut und ich wollte ihn unbedingt verwenden, weil es war auch nicht mehr viel drinnen. Und den habe ich ja Gott sei Dank noch in Reserve in groß zu Hause. Aber den werde ich dann auf jeden Fall erst wieder verwenden im Sommer, weil jetzt da ist nicht die richtige Jahreszeit. Dann habe ich noch einen Victoria's Secret Body Spray aufgebracht und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich die Dinger finden soll. Ich weiß nicht. Man kommt extrem lang mit denen aus. Ich habe den sehr, sehr lange verwendet. Der ging mir schon richtig auf die Nerven. Der war dann bis daher. Dann habe ich kurz eine Pause gemacht, habe dann was anderes benutzt und irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich mit dem nicht so ganz anfreunden. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie ganz allein auch wegen dem Duft auch. Ich meine, den Kokosduft mag ich ehrlich gesagt nicht so. Ich finde, es riecht auch nicht so nach Kokos, stark nach Kokos, sondern eher mehr nach Vanille, was ich ja persönlich nicht so mag. Und deswegen würde ich mir den auf gar keinen Fall nachkaufen. Und ich kaufe mir sowieso dabei gar keine Bodysprays mehr oder Parfums, sollte ich mir auch keine mehr kaufen, weil ich habe genug, wie ihr wisst. Ich habe mehr als genug. Deswegen bin ich ganz, ganz stolz auf mich, dass ich den jetzt leer gemacht habe. Weil das war keine leichte Geburt. Wirklich nicht. Also der hat extrem lange gebraucht. Es sind auch 250 Milliliter drinnen und ja, das hat wirklich lange... Oh, ich mal gleich auf die Birne. Das hat wirklich lange gebraucht, bis der leer worden ist. Aber er war nicht meins irgendwie. Ich weiß nicht. Das war ein richtiger Kampf. Und wenn du was gerne verwendest, dann geht es ja auch einfacher. Aber wenn du was nicht magst, dann... Das hat irgendwie nicht zu mir passt. Bei mir... Nee, das war nicht so meins. Ich habe jetzt noch ein paar andere. Ich bin gespannt, wie ich die dann finde und wann ich die verwende. Einen habe ich jetzt noch in Benutzung stehen, den benutze ich hin und wieder nur. Ich glaube, das ist der Love Spell. Ich bin mir jetzt nicht sicher, der Lilane ist das, glaube ich. Ich glaube. Und da habe ich auch das passende Duschgel dazu. Toll. Vielleicht verwende ich die dann erst wieder auch im Sommer, weil ich finde, diese Bodysprays sind eher was für den Sommer. Wenn du duschen gehst und dann das passende Duschgel dazu benutzt und dann den Duft nimmst, ja okay, aber... Jetzt zur Zeit mache ich das eher so, dass ich den Duft nehme, aber die passende Bodylotion. Zum Beispiel heute habe ich den Gucci drauf, den Guilty, glaube ich heißt der, und habe vorher die Bodylotion verwendet und dann mich mit dem Duft eingesprüht. Und das liebe ich zur Zeit. Aber im Sommer mag ich das lieb. Das klingt voll behindert, oder? Also die Logik ist echt dumm. Das kann nur ich sagen. Ich mag das lieber im Sommer, wenn ich dann das Duschgel verwende und dann den Duft. Und im Winter ist umgekehrt. Da mag ich Bodylotion lieber und dann den Duft. Ergibt irgendwie keinen Sinn, aber ich mag das so lieber. Schande. Schande. Beim Ellie's Up Duft ist nämlich auch so. Da habe ich jetzt auch wieder aktuell die Bodylotion in Verwendung und den Duft auch jetzt öfter, weil ich den einfach so gern verwende. Ja. Nur wird mir die Bodylotion bald leer gehen und dann weine ich. Weil ich habe noch eine als Reserve von den Ellie's Up, aber... Das ist meine letzte dann und den gibt es ja nicht mehr. Und da bin ich dann extrem traurig, wenn die leer wird. Ich meine, da werde ich zwar lange auskommen, ich habe dann nochmal den Duft in Backup auch, aber... Ja, was soll ich euch sagen? Aber diese Bodysprays, glaube ich, werde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß nicht. Für Teenager ja, aber nicht für mich. Außer ich finde einen... ohne den ich nicht leben kann. Aber bis jetzt war da keiner dabei, den ich extrem gut fand, dass ich mir ihn sofort nachkaufen würde. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Ja, ich glaube, ich habe genug über den Bodyspray gelabert. Jo. Also für mich ist das nicht so wirklich was. Jo? Warum jo? Für mich ist das nicht so wirklich was, weil ich mag eher dann die Düfte, weil die länger halten. Ich verwende das auch dann lieber in Kombination, wie gesagt, Duschgel und Duft oder Bodylotion und Duft. Und da hatte ich auch das Duschgel nicht oder die Bodylotion davon. Vielleicht ist mit dem Love Spell anders, weil das habe ich einmal verwendet, wie ich schwimmen war mit meiner Schwester. Da war ich dann, wo bin ich denn dann hingefahren? Nägel machen, genau. Und da habe ich mich dort duscht mit dem Victoria's Secret und dann den Bodyspray verwendet. Und das war geil. Das war geil. Aber ich weiß nicht. Vielleicht sage ich euch dann noch wieder was dazu, wenn ich irgendwann einmal einen davon aufbrauche. Aber jetzt da ist so irgendwie, ich weiß nicht.
kann mich nicht entscheiden, ob ich es gut oder schlecht finde. Und das ist irgendwie doof, oder? Das ist sehr doof, aber... Wie findet ihr die Bodysprays? Ist euch auch Parfum lieber oder Bodysprays lieber? Wie findet ihr das? Schreibt mir das unbedingt rein. Ich möchte das unbedingt wissen. Ich finde, im Sommer finde ich Bodysprays eigentlich nicht schlecht, aber ich verwende trotzdem lieber die Düfte. Also die Eau de Parfum oder Eau de Toilette. Das ist mir irgendwie lieber. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye. Oh.